Also, meine Lieben, ich habe so gute Feedbacks bekommen von dem letzten Minikurs magischer Formeln, dass ich dachte, wir schmeißen heute den Laden nochmal. Das Ziel von heute wird sein, dass ihr am Ende euch selber analysieren könnt, eure ganzen Familienmitglieder. Vielleicht könnt ihr sogar einige damit anfangen zu beraten. Welche Energien sind in deiner Matrix als Programm angeboren oder integriert, die gesundheitliche Schwäche mitbringen können? Jeder kennt Aura. Ja, das ist unser Chakrensystem. Es besteht aus verschiedenen energetischen Zentren, die zirkulieren. Und wenn diese Zirkulation irgendwo unterbrochen wird durch eine Blockade, danach kommen natürlich auch irgendwelche Krankheiten, brechen aus. Jede Auraschicht ist verantwortlich auch für ein bestimmter Planet. Das ist jetzt zum Beispiel eine Auraschicht. Wenn wir Alkohol trinken, das ist zum Beispiel unser Aurafeld während dem Gebet oder wenn wir meditieren. Hier ist zum Beispiel eine Karte von einer Frau, die Brustkrebs hatte. Das ist übrigens die Karte von Elon Musk. Und schaut mal bitte auf seinen Aszendenten. Aszendent ist der erste Haus hier. Und hier steht sein Mars. Und was ist sein größtes Ziel? Das Leben auf Mars zu gestalten. In der Zukunft lernt man bei mir auch Progressionen und Direktionen. Merkt euch das einfach, weil die Gesundheit kann man anhand von Progression und Direktionen noch besser analysieren. Wann kommt der Zeitraum, dass ich diese Schwäche bekommen könnte, damit ich mich schonen kann. So, und was wir heute machen ist, wir machen heute eine Prognosetechnik mit Mond. Warum? Weil der Mond ist sehr, sehr wichtig und das ist der wichtigste Planet in der medizinischen Astrologie. Mond ist verantwortlich für Vitalität und Entwicklung aller Prozesse im Körper. Und wenn der Mond die Tierkreiszeichen durchläuft, aktiviert dieser Mond unsere Organe und Systeme im Körper, die mit diesen Zeichen verbunden sind. I'm here.